Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Geschwätzblitz. Ein stilles Nicken, guten Abend. Ja, wir fangen direkt an, oder? Gehen in die Lobby und suchen unseren ersten Gegner mit Hilfe unseres Zufallsgenerators raus. Und der erste ist die 13 von oben. Wir zählen immer von oben, dann von unten. Wenn es gerade 14 waren, dann nehmen wir jetzt einfach Chess Energetic. Die Diskussion mit dem Ton hatten wir doch das letzte Mal schon geführt. Ich habe sie gewonnen, also mache ich den aus. Ich habe gerne noch das akustische Feedback, ob mein Gegner gezogen hat, aber... Wieso das? Irgendwie gehört das zum Online-Blitz dazu. Ja, wie auch immer, ihr könnt gerne unabhängig davon eure Eröffnungswünsche noch reinschreiben. Dann werden wir versuchen, eure Lieblingseröffnungen zu verschandeln. Wir können das ja auch so machen, wenn du spielst, machen wir den Ton an, wenn ich spiele, machen wir den aus. Deal. Hier Springer B5. Okay, das sieht mir ein bisschen merkwürdig aus, was hältst du davon? Also wir sind ja jetzt in einer Art Zwischenkampf mit G3. Ja, du hast ja einfach ein Tempo auch mehr. Weil jetzt kann er ja gar nicht Springer, also normal steht er jetzt immer schon Läufer G5, oder nicht? Die Frage ist nur, was tun wir jetzt? Nehmen wir den raus? Oder da, dann kommt Läufer G2, das ist ein bisschen gefährlich. Ja. Okay, wo soll der Springer hin? Nach B8 vielleicht. Okay, dann auf die sicheren Felder wieder überführen. Läufer E7 oder G6. So viele Fragen habe ich gerade an dich. Was, an mich? Ja. Du? Ja. Deswegen? Ja, wo soll alles hin? Ach so. Ja. Rochade. Gut. Springer D7. Gut. Springer entweder B6 oder C5. Gut. C4, wie reagiere ich denn darauf? Entweder B4 oder... Ja. Nicht. Oder nicht, okay. Na gut, dann machen wir das mal. Ja, genau so. Dann kannst du auch mit F5 spielen, ne? Gut. Da wird er, ja genau, würde ich gerade sagen. Ja. So, und dann Läufer F6. Gut, gut. Oder kommen schon viele Wünsche und gar keiner von uns schreibt. Das ist natürlich... Tut uns sehr leid, wenn wir die nachholen. Ich habe heute alle Aufgaben von mir gewiesen. Ich habe gesagt, Nico schreibt, spielt, kommentiert und ich sitze hier und nicke. Okay, also es ist gar nicht so leicht, hier jetzt weiterzumachen. Er kommt immer ganz gut mit dem Springer rein, habe ich das Gefühl. Vielleicht haben wir uns nicht optimal aufgestellt, aber... So schlecht kann das eigentlich gar nicht sein. Wenn wir vielleicht noch warten, bis der Springer kommt und dann A4 spielen. Okay, dann macht er jetzt schlauerweise A3. Können wir vielleicht jetzt mal die Gelegenheit nutzen und hier rein. Aber eigentlich würde ich das gern mit E4 kombinieren. Was meinst du? Ist mit Dom B8 oder so? Das wäre natürlich die Alternative, der wäre aber so langweilig, aber gut. Bitte? Bitte? Schimpfst du meine Züge gerade als langweilig? Jetzt Springer C5. Wenn er dann dort nimmt? Schläge ich auf B3. Gut. Da hast du ihn aber gut nach D2 gelurkt, wie man so schön sagt. Also ich sag das nicht. Aber ich? Du mit deinen komischen Sprichwörtern. Damit irgendwo hinlocken. Auf Felder, wo er vielleicht gar nicht sein möchte. Ist doch schön. Das sieht gut aus, ne? Sehe ich auch so. Wo geht dann jetzt hin überhaupt? Auf mit C3, dann haben wir danach nochmal... Da kannst du schlagen. Auf F4. Ah, noch stärker. Aber das sieht auch schon stark aus, ne? Sogar ziemlich. Turm mehr.
ist dann doch schon etwas viel. Das sollten wir doch seriös verwandeln. In einen vollen Punkt. Okay, er will es jetzt wissen. Oh Mann, nicht mal das kann ich kaschieren. Dass ich müde aussehe. Ich habe nicht geschlafen die letzte Nacht, oder? Minimalst. Mist, ich habe was eingestellt. Oh, Schatzi. Okay. Wir machen einfach weiter. Ganz seriös. Zack, zack, zack. Schatzi, ich kann nichts verheimlichen hier vor unserer Community. Ich dachte, ich chill mich hier ganz unauffällig hin. Du siehst nicht gesund aus. Kriegst du da gleich zu hören. Ja. Ja, danke für die Partie. Chess Energetic. Und Fazit ist natürlich, Melanie hat mit ihrem langweilig anmutenden Turm B8 natürlich genau den Nerv der Stellung getroffen, ihn zur aggressiven Handlung getrieben. Mit Dame D2, die jetzt natürlich voll in Springer C5 laufen. Okay, er kann das natürlich mit Turm B1 decken, aber das gehört natürlich zum Blitzen dazu. Viele billige Tricks aufstellen und da macht es dann die Masse, ne? Was? Wir haben plus 14 gewonnen? Ja. Yeah. Dann können wir jetzt anschließen an das letzte Mal, da hatten wir zum Schluss nur noch minus 18 oder so. Mussten wir aufholen. Ja. Ja, wegen deines Einstellers. Das weiß ich noch. Ja, danke. Gut. Ich bin ja schon nah dran. Also, nimm zu Indisch würdet ihr gerne sehen. Das notiere ich mal bei Schwarz. Nimm zu, das ist doch auf jeden Fall drin. Und jetzt wird Melanie erstmal ganz gemütlich die nächste Partie spielen und ich werde alle anderen Wünsche notieren. Soll ich dir noch eben einen Gegner herauszufallen? Ja. Oh, gutes Wort, ne? Ich dir den per Zufall aussuche, dann falle ich dir den zu. Okay, die 12 soll es sein. 6, 9, 12. Der Graf. Ach. Und Karo kann oder Pirk ist auch noch gewünscht. Wir haben jetzt noch nicht so viele Weißwünsche. Oh Gott, jetzt kommt doch ein bisschen viel rein. Also darfst du machen, was du willst. Karo kann... Wie, ich kann machen, was ich will? Ja, Pirk, Russisch aller Dingsbums. Ach ja, ich mache den Ton aus. Ja, jetzt machst du lauter. So. Sveshnikov, ja, klar, okay, schreiben wir auch auf. Und dann habe ich gerade noch was gesehen. Reti und Englisch. Also, du könntest gleich mal Reti oder Englisch spielen. Wenn du noch eine Weißpartie hast. Oh Gott, und jetzt kommt auch noch. Jetzt kommt alles rein. Londoner System, ja. Das ist natürlich immer sehr einfach zu spielen, weil da muss der Gegner nicht allzu viel mitmachen. Das können wir euch dann immer sehr gerne zeigen. Und dann, ja, aber die letzten Mal haben wir es trotzdem ganz schön misshandelt. Selbstverständlich, das machen wir aber ja. Ach, das ist Sinn und Zweck. Ja. Königsgambit mit drittens Läufer C4. Das ist natürlich sehr gewagt, sowas Scharfes zu spielen, wenn man da gerade gar nicht weiß, was man tut. Aber wir machen das trotzdem. Wie war das mit dem, irgendwie da mit B6 oder so? Dann irgendwie kann er da was machen. Dort ja noch nie. Okay. Ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob F4 hier der richtige ist. Aber gegen Läufer E6 Aufbau, wenn nicht A5, A4 eingeschoben wird, macht man das häufig. Und da macht man aber dann immer zuerst König H1, weil sonst B5 kommt und man den nicht nehmen kann, wegen ja, taktischen Gemetzel. Springer steckt E4 und dem Läufer dann noch B5 der. Aber hängt, hier, ne? Geht ja B5 jetzt einfach nicht. Ja. Und deswegen dachte ich... Kann man das mal machen. Ja, und den Abtausch, auch wenn man jetzt hier natürlich so eine Felderschwäche hat, auf mehreren Feldern, hatte ich trotzdem gedacht, dass das eigentlich ganz gut ist, weil ich hier dieses schöne Feld auf C4 habe. Ja. Für den Läufer und generell halt der Läufer jetzt ganz stark ist. Mhm.
Jetzt hat man ja auch Ideen, mit dem Läufer mal auf F6 zu nehmen, dann Springer D5. Ja, das wäre aktuell so eine kleine Drohung schon, ne? Würde ich auch sagen. Karo kann und Französisch. Karo kann haben wir schon. Französisch schreibe ich noch auf. Hat er gesehen. Ja, E6 habe ich auch gedacht, dass der vielleicht stark sein könnte. Okay. Ich könnte überlegen, ob Tom F2 funktioniert, aber wahrscheinlich kann er irgendwo schlagen. Ja. E5 könnte natürlich auch interessant sein, aber natürlich nur, wenn du dann mit Läufer E3 irgendwie was gewinnst. Ansonsten wäre F5 natürlich auch eine Maßnahme, mit dir das Feld zurück... Schlägt. Ja, sieht doch gut aus. Dir da was zurückzuerobern. Ja, dann macht er. Wenn er mit GF schlägt, ja, dann mache ich Qualitätsopfer. Dann knüppelst du ihn da voll weg. Du hast auch wieder eloquente Ausdrucksweise. Dankeschön, also. Danke. Da habe ich lange für trainiert. Sizilianisch, ja, das geht auf jeden Fall. Das ist natürlich ein super Wunsch, den können wir umsetzen. Und Grünfeld können wir auch zumindest im Ansatz mal versuchen. Und das Killer, den Killer-Tomaten-Angriff, der sagt mir jetzt nicht so viel. Das ist ein Ding. Aber Italienisch, das ist auch auf dem Zettel. Okay, da haben wir, glaube ich, jetzt ganz schön viel zusammen. Ich überlege... Wolga noch. Hallo. Okay, hallo. Oh, du hast ja jetzt wirklich einfach... Ja, und jetzt bin ich gerade dabei zu rechnen, wie ich weitermache. Oh ja, okay. Von der Reihenfolge natürlich ganz optimal. Aber ich glaube, ich werde noch nicht jetzt auf F6 schlagen, sondern erstmal sowas wie Dame F3 machen. Ja, ja. Bist du einverstanden? Nur nicht hundertprozentig. Ich weiß nicht genau, was wir auf Springer E4 dann machen. Aber ich springe F2 droht. Der G5 hängt und der C3 hängt. Verstehe. Soll ich denn doch erst einmal schlagen? Ja, schlagen, Springer D5 und dann sowas wie Dame F3. Ja, also Kompensation hat man ja auf jeden Fall. Oder Dame Fall. H5, ist vielleicht noch aggressiver. Man hat ja auch noch Läufer D3 als Ressource. Das ist ja auch sehr stark, den weißen Feldern zu spielen. Er muss jetzt natürlich zusehen, sich zu verteidigen, was nicht so einfach ist im Blitzen, ne? Ach, auch so, glaube ich, hat man hier mit Weiß schon gute Kompensation. Und du bitte noch Königsindisch dann. Na, der traut sich ja was hier. Ja gut, der Läufer war angegriffen, aber vielleicht wäre Turm F1 gar nicht notwendig gewesen. Vielleicht hätte man auch... Direkt. Na gut, aber... Gut, aber da steht er ja besser, ne? Ja. Ja, sieht eigentlich echt gut aus. Werden wir das WM-Match kommentieren? Es sieht alles danach aus. Ja, wahrscheinlich werden wir wieder für euch die deutsche Kommentierung machen und euch zu den Partien. Wieso denn nur erzählen. Wahrscheinlich? Das kann doch sehr, sehr wahrscheinlich. Gehen. Also, das wird. Also, ja, so wir werden es machen. Ja. Oder hast du vor, krank zu werden oder irgendwas? Nein. Da fehlt nur ein klein bisschen was mit Turm G7, ne? Dass das matt wird. Ja, aber dann, man kriegt ja genug, oder nicht? Okay, den kannst du erstmal machen. Auch wenn ich meinen Läufer auf C4 eigentlich so schön fand. Ja, wie machst du denn jetzt weiter auf Turm G8? Dann könnte ich überlegen, ob ich Dame schlägt F7 mache. Einfach. Ah, dann kann er vielleicht auch Dame F8 machen. Wie wäre es dann mit Dame? Achso, auf Dame schlägt F5. Er hat dann noch Turm G7. Oh, das ist... Den verstehe ich. Nee. Dann Dame geht Dame H4. Ja. Na gut, aber da auf Lauf F5. Kann er noch H6 machen? Okay, dann rechne ich doch mal ganz kurz.
Was ist mit Turm F4? Turm F5, meinst du? Nein, Turm F4. Das ist vielleicht auch nicht nötig, ne? Ach Gott. Ah, nimm doch auf F5 mit der Dame. Dame H4, G3, Dame H6, Turm F4 und dann Turm H4. Das reicht doch. Das muss doch reichen. Ich glaube, Läufer F5 hätte auch gereicht. Ich kann ja auch gleich Turm F5 machen. Nee. Achso, er hatte noch Dame G6, ne? Ach, mein Schatz, was machst du wieder hier? Der ist unangenehm. Na gut, trotzdem, dann Turm H4 sieht auch immer noch nach Angriff aus, ne? Aber wir müssen ein bisschen schneller machen. Zu Befehl. Na, es ist alles nicht so einfach, aber... Jetzt willst du deinen Damen tauschen, oder was? Droht was? Ach so. Ja, aber da kommst du raus, glaube ich. Glaubst du? Und auf Dame G6 kann ich ja Turm schlägt H7 erstmal machen. Und dann ist matt. Ja, er nimmt ja dann mit dem König raus, ne? Ach so. Ja, so Schach. Oder Dame F3. Hoch. Schach, Läufer. Ach so, das geht ja gar nicht. Vielleicht trotzdem das Beste und dann auf C2 nehmen. Schlagen auf C2. Pre-Move. Dann wieder Läufer. Turm H4. Ich dachte. Und dann mit der Dame nach H5. Was? Ja, Pre-Move. Sehr gut. Heieiei. Ist das eine knappe Kiste? Ah! Oh Mann. Ja. Der letzte Zug war besonders souverän. Okay, das war ein sehr, sehr spannender Angriff, muss ich sagen. Ja, man hätte die Dame auch direkt nehmen können mit Turm H7 und dann hier... Ach, nee, okay, Läufer H6. Also matt wird's nicht, ne? Er hat zwei Türme. Das ist nicht so klar. Und vor allem ist der Angriff dann vorbei. Ich glaube, deswegen aus so praktischer Sicht Dame F3 ganz gut, ne? Ja, oder direkt Läufer schlägt F5. Statt Dame F5? Ja, ich glaube, das wäre einfach viel besser gewesen, gar nicht erst die Dame da rauskommen zu lassen. Und jetzt kann man ja... Ach so, droht Dame G5? Ja. Nicht so einfach. Na gut. Aber was für ein Qualitätsopfer, oder? Da merkt man, ja, nie. Naja, ist eine positionelle Wuchtbrumme und haut drauf. Es sah halt einfach so schön aus, ne? Also so, als ob es gehen muss. Aber manchmal ist es ja auch gar nicht so, ne? Wenn Schwarz dann direkt vereinfachen kann, Qualität ist Qualität. Ja. Muss man halt immer gucken, ne? Genau. Und es ist ja nicht so, dass wir sonst irgendwie schlecht stehen oder... Ja, man genau. Man hätte ja auch ganz normal weiterspielen können. Ja, risikoreich. Aber da, hier wäre halt so ein bisschen Vereinfachung reingekommen. Gerade noch mit Tommy 8 dann direkt. Da wären wir wahrscheinlich nicht mehr zum Angriff gekommen, also... Sehr spannend. Achso, ja, und ich dachte auch am Ende, wo die Frage von Fabi kommt, dass er ohne Turm C8 hätte besser verteidigen können. Wenn er genau Dame G6 an dieser Stelle macht, nach Turm F4, dann hätten wir die Damen tauschen müssen. Also ich dachte, dass jetzt sowas kommt wie ja, aber dann Turm kommt H4 Schlag und H6. Ja, dann stehen wir nicht besser, nein. Ist so, gebe ich zu, aber hilft ja nichts. Okay, machen wir mal weiter.
Du machst es dann aber auch immer so auf die letzten Sekunden. Da bleibt mir mal fast das Herz stehen. Spannung. Ja, zu spannend. Ja, nur der Eisbär. Und einmal Großansicht. Also. Okay, Springer F3. Was kann man denn darauf noch versuchen? Sieht sie und so wird schwierig. Ich mache mal Springer F6 und wir könnten versuchen, in einige der Systeme noch überzuleiten. Schwierig. Vielleicht Grünfeld. Das wäre eventuell noch drin. Hier haben wir so viel auf der Liste und konnten nichts machen. Ja, ich meine, was willst du dagegen machen? Oder? Hatten wir nicht Königsindisch? Hast du doch jetzt. Königsgang. Ja, okay. Ja, dann, aber das war ja ein Wunsch von dir. Okay, dann sag mal. Wie von mir? Für dich. Du so. Sollst es zelebrieren. Ich würde jetzt. T6. Oh ne, jetzt möchte ich das aber oder doch Dame anders. B6, wie ja, du das, magst. Das gefällt mir besser. H3 jetzt so der Hauptzug. Das hatte ich schon ein paar Mal auf dem Brett. Nico, der große Königsindisch-Experte. Ja. Ich habe das nämlich einfach so praktisch nebenbei peripher aufgenommen. So, wenn ich mit Melanie Turniere spiele, dann hast du einfach diese königsindische Aura immer ausgestrahlt. Du hast es aber nicht nur peripher, sondern auch so selektiv aufgenommen, dass du immer nur einige Züge irgendwie kennst oder Varianten. Ja, reicht. Ja genau, Russisch ist schon auf der großen Wunschliste. Okay, was ist das? Das gibt's nicht. Das ist oder? Ein fianchettierter Läufer. Ja, das ist richtig. Was willst du denn jetzt wissen? Wie du weitermachst? Ja. Ja, das ist eine Maßnahme. Jetzt hast du auch schon was gewonnen. Gut. Pre-Move. Danke. Soll ich dir das nochmal erklären, wie das mit dem Blitzen funktioniert? Erklär doch nochmal, wie das mit dem Pre-Move an sich funktioniert. Was ist das? Wer sollte das benutzen? Für wen ist das was? Für dich, mein Freund. Also für wen ist das was und für welche Züge sollte man pre-moven, so für euch einmal, um ein bisschen Zeit zu sparen. Am besten nur Widerschlagzüge oder wenn der Gegner nur einen einzigen Zug hat, dann sollte man den Zug einfach vorab eingeben, das spart ein wenig Zeit. Jetzt bin ich schon wieder dran. Das kann ja gar nicht sein. Okay. Ich stelle dir mal vor, wie blöd das sonst wäre. Sowas zum Beispiel. Wenn du nicht nochmal dran wärst. Wenn er einfach die ganze Zeit spielen müsste, ja. Das wäre... Oder mal zwei Züge und drei. Das wäre schwierig. Da hätte man keine Chance. Ja. So, jetzt hast du einen soliden Bauern mehr und ein bisschen mehr Zeit. Okay, das ist gut. Kannst du auch mit E5... Ach nee, nehme ich zurück. Okay, wir haben Bauern mehr. Das ist gut. Kommt jemand von euch aus Köln? Weil du Köln gestern unsicher gemacht hast? Ja, und wir hatten nämlich gestern auf heute, 25-jährige Jubiläumsfeier von der Arbeit und waren in Köln. Und ich habe mir mehrmals an dem Tag gedacht, zum Glück wohne ich hier nicht und kenne wahrscheinlich nicht so viele Leute aus der Region. Deswegen muss ich jetzt mal kurz nachfragen, ob die Chance bestanden hätte. Ach, habt ihr euch so gut benommen, ja? Der Chess-Kadett. Oh, haben wir ja doch einige. Ja, aber ich hoffe, wir sind da zwischen den ganzen Junggesellenabschieden und so nicht ganz so negativ aufgefallen. Nicht ganz so furchtbar. Naja, wir haben so eine Stadtrally gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und da gibt es dann halt ja immer verschiedene Challenges und so. Zum Beispiel mussten wir
Yoga machen, mitten auf in der Stadt und eine Menschenkette bilden. Und dann mussten wir irgendwie mehrere Personen mit unterschiedlichen Merkmalen finden und alle auf einem Foto vereinen. Also eine Person musste einen Hut tragen, eine vollbärtige, eine asiatische, ein Kind, Schlips, genau. Und dann ja, musst du halt versuchen, die Leute alle auf ein Foto zu bekommen. Und was wäre, wenn ihr ein vollbärtiges, schlipstragendes Kind gefunden hättet? Zwei Merkmale durften in einer Person vereinigt werden. Verstehe, ja. Und nicht mehr, bitteschön. Ja, aber das war schon sehr witzig. Immer wenn wir dann irgendwie jemanden mit Krawatte gesehen haben, haben wir gesagt, oh, guck da, da, da. Und dann aber versucht, schnell noch einen Asiaten zu finden. Und so. Oh, das war nicht so einfach. Und eine Challenge, die war auch sehr witzig. Wir hatten Seil. Und dann war eine Challenge, da war so ein Baum. Und du musstest es schaffen, dich an den Baum zu hängen, ohne dass Füße auf den Boden kommen, halt als Gruppe. Ja, und dann haben wir halt das Seil so drumherum gespannt und haben dann alle so angefasst und die Füße dann so auch an den Baum. Aber da ich die leichteste war in unserer Gruppe, und sind die anderen alle natürlich viel weiter hinter. Und meine Hände wurden dann an dem Seil, an den Baum gezogen. Und ich habe Schwerstverwundungen. Hier. Bitte? Hier. Ja. Okay, wir müssen einfach mal schauen, ob wir dieses Endspiel gewinnen können. Aber ich bin da eigentlich recht guter Dinge, dass man sowas gewinnen könnte mit einem Meerbauern. Was meinst du mit deinen Schwerstverwundungen? In welchem Zusammenhang jetzt? Ach, einfach nur ich mit den schweren Verwundungen. Ja, ja. Zu was? Zu dieser Stellung. Ach so, ja, sieht doch solide aus. Sollte man schon gewinnen, ne? Frage ist nur, wie? Erstmal rumziehen. Ja, genau. Erstmal noch Zeit gewinnen. Das ist ja für ihn viel schwieriger. Ja, Nico. Was denn? Er freut sich jetzt auch, dass er nicht in Köln wohnt. Ja, aber ich bin das gewohnt. Melanie macht immer so peinliche Party, Sachen. Party. Ach so. Ja, ja. Ja, aber es war schon extrem lustig. Also es hat echt viel Spaß gemacht. Und dann mussten wir so einen Film drehen, dass wir eine Familie sind und auf dem Bahnhof verabschieden und so. Und einmal mussten wir Seil springen mit diesem Riesenseil, alle drüber. Mit diesem Riesenseil? Das klingt so als... Ja, dieses Riesenseil, mit dem wir uns auch schon an den Baum gebunden haben. Verstehe. Ich weiß nicht, ob mir die Entwicklung hier zusagen. Ja, das kann ich auch nicht so genau beurteilen. So. Schakalakalaka. Aber ich finde es doch schon sehr angenehm. Hättest du nicht einfach durchlaufen können mit dem Bauern? Kein Interesse. Oder jetzt mit dem anderen? Also, weißt du, willst du, dass er kein Material mehr hat oder was? Nee, nee. Ich wollte das nur solide über die Bühne bringen. Danke, Erno, für die Partie. Oh ja, und so ein Kölner Lied mussten wir auch singen. Mitten irgendwo. In Köln? Mhm. Oh, wow. Und dann mussten wir den Text googeln. Aber ich konnte das gar nicht lesen, weil das war ja kein Deutsch. Das war Kölsch. Ein bisschen Kölsch trinken. Dann fällt das über. Das haben wir auch getan. Okay, vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz in die Partie. Eigentlich natürlich eine Stelle, wo er nur ein bisschen viel gegriffen hat. Und zwar hier, klar, dieses H3 gibt einen Bauern und das ist jetzt natürlich schon super schwierig. Also gerade, ich denke, ich hat weiß keine Kompensation. Und dafür hast du noch ziemlich lange gut die Stellung ja, spielbar gehalten. Aber ja. Okay, dann hätten wir jetzt mal Königsindisch abgehakt. Ja, erzähl gerne noch mehr von deiner wilden Hause. Ach so, wie viele wir waren. Naja, also, oh, ich weiß gar nicht, wie viele von uns jetzt, also vom Unternehmen,
ich glaube so um die 100 oder so, aber wir haben uns ja in unterschiedliche Gruppen aufgeteilt. Das heißt, es waren, glaube ich, so 12 verrückte Gruppen von uns unterwegs. So, bitteschön. D4. Kannst du nimm zu versuchen? Spring F6, ja, doch. Nimm zur Grünfeldfolge. Kann ich auch nochmal Königsinde spielen? Der Wunsch war ja an mich gerichtet. Du kannst auch Wolger spielen, das kannst du doch so gut. Was? Nicht doch. Da habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Naja, dann wird es Zeit. Ja, jetzt kann ich es auch nicht mehr spielen, oder? Der will nicht. Irgendwer nächstes Wochenende in Bremen dabei. Beim Hans-Wild-Turnier. Nein. Wir wahrscheinlich nicht. Wie wahrscheinlich? Man kann ja nie wissen, so, was noch so passiert. Aber wie spielt man das denn jetzt hier? Das sieht jetzt irgendwie so solid aus. So, das kann ich doch gar nicht, so solide Sachen. Kannst du mal auf D4 nehmen und dann gucken, was er macht. Mhm. Nicht gut. Abwarten, gucken. Ja, irgendwann könnte er sonst noch nehmen. Jetzt D5 hinterher. Dann würde ich sagen, kann man das auch schon als Grünfeld zählen. Guck mal, Zweier parken. Wolga? Ja, Wolga ist vielleicht... Noch nicht. Noch nicht das Kriterium erfüllt? Nicht ganz. War ich beim Friseur? Ja, bin ich regelmäßig tatsächlich. Und jetzt das letzte Mal vor anderthalb Wochen, ja. Ja, ja. Springer C6, Springer E4, sowas wäre. Oh ja, heute bin ich natürlich jetzt noch langsamer als sonst. Das könnte fatal werden. Ich muss versuchen, das durch Spielstärke zu kompensieren. Aber das gelingt mir nur in den seltensten Fällen. Okay, dann mach doch. Läufer. Springer, welchen gefällt dir am besten? Oh, aber jetzt nicht Springer so lahmarschig. Springer G4, komm, mach das sofort platt, seine Strukturen. Wie mache ich die denn da jetzt platt? Na, indem du eben gleich E5 präsentierst? Ja, präsentieren oder reindrücken. Nimm das! Aha. Ja, aber Nick, ja, also wir haben uns jedes Mal sowieso gewundert, warum das Rating von Nick so gering ist hier, weil er spielt wirklich viel, viel stärker als das. Was machen wir beruflich? Möchtest du versuchen zu erklären, was ich beruflich mache? Ja, Melanie ist eine Arbeits- und Organisationspsychologin, die sich auf den Bereich der Human Resources spezialisiert hat und sich um Menschen in ihrem Unternehmen kümmert, sowohl um Neuanstellungen als auch darum, dass es allen gut geht. War das ungefähr richtig? Also ich bin Personalreferentin. Ja. Das ist ja eine HR-Frau, oder? Ja, aber ist das schon extrem umständlich. E5? Ich wollte erstmal meinen Bauern decken hier, oder brauche ich das nicht? Naja, ich hätte eher E5, weil er nimmt dann den Bauern decken. Weil sonst könnte das Problem sein, dass er B4 macht. So einfach kann man das erklären. Ich hasse, so ist das. Ja, und vorher hat sie, wer von euch kennt noch Dog? Den Headhunter, den Kopfgeldjäger, den gab es früher mal im Fernsehen. Der hat immer Leute gefangen in Amerika, die nicht zu ihren Gerichtsterminen erschienen sind. Ja, genau und sowas habe ich gemacht. Melanie auch Ich habe Melanie. Sie hat sich einen Fokuhila geschnitten, einen großen Truck gekauft und dann war sie auf den Straßen Braunschweigs unterwegs und hat IT-Fachkräfte gejagt. Gefangen, ja. 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 Das mache ich im Prinzip immer noch. Ja, du machst sie im Prinzip immer noch, ja, siehst du. Ja, guck, TDL kennt den Dog. Ja, der ist bekannt. So.
Ja, was also, liebe, ich? Darf ich das gleich mal für einen Werbeblock nutzen? Liebe Informatiker, Wirtschaftsinformatiker, Mathematiker, Physiker. Oh. Und alle anderen coolen Leute da draußen. Meldet euch gerne, wenn ihr einen Job sucht. In einem sehr coolen Unternehmen. Ich glaube, du musst auf C3 nehmen, oder? Die nach Köln fahren, um dort Jubiläumsfeier zu feiern. Und so ist er. Colt Sievers, ja, den kenne ich natürlich auch noch. Kennst du auch ein Colt für alle Fälle? Sag mir zumindest was, aber ich könnte daraus jetzt keine Zitate bringen. Okay. Ja, was mache ich, wenn, also so schaut's aus, ich werde ab Dezember ins juristische Referendariat gehen. Und dann... Ich habe ja gar nichts mehr! Ja? Was ist da los? Ist das jetzt neu? Ja, ich dachte die ganze Zeit, irgendwas ist gut gelaufen. Was war denn gut gelaufen? Achso, dass ich den Läufer auf E3 bekommen habe, na toll. Ja? Ich hatte die ganze Zeit ein gutes Gefühl und daraus habe ich geschlossen, dass ich was mehr habe. Von diesem guten Gefühl, ja. Aufwachen. Ach, ich bin dran. Kontaktdaten von unserer Homepage? Ja, oder von Melanies Firma. Darf man die hier nennen? Ja, natürlich. ISR. Information Products AG. Einfach mal googeln. Ja, oder Melanie direkt schreiben. Ja, geht so unsere Stellung, muss ich auch ehrlich sagen. Aber, also ist jetzt auch nicht furchtbar. So, wie kriege ich das jetzt hier mit den Türmen hin? Was mache ich damit? Na ja, erstmal H6. Vielleicht Turm G8, G5. Oha. Habe ich was eingestellt? Nein, nein. Nur vielleicht wäre G5 auch direkt gegangen. So. Soll ich jetzt G5 machen? Jetzt könnte ich sogar überlegen, ob ich mit dem Turm nehme, oder? Hm. Ob das gut ist, ist eine andere Frage. Aber ja, das ist immer die Frage. Ja. So, was macht ihr so Schönes? Ja, schreibt doch mal rein, was sind eure Sachen? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Und du musst dann vorlesen, weil ich glaube, ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt gleich konzentrieren. Giovannis ist selbstständig in seinem eigenen Unternehmen und kommt gut rum. War vorletzte Woche in, oh Gott, wie vielen Orten er war. Sehr vielen. Was macht Giovannis denn? Oder Turm H8? Kann ich ja als erstes machen. Dann wirst du ja irgendwo reinkommen. Wie? Wenn er König G2 macht? Achso, ja, dann da nicht. Kannst du ja auch Turm D3 machen jetzt. Was? Ich weiß nicht, ob der gut ist. Aber sieht auch nicht schlecht aus. So, Fabi ist Schüler. Der Stefan ist Informatiker. Die Leute... Oh ja. Die sucht hier. Die schreibe ich mir gleich mal raus. Du kommt dir gleich im Anschluss hier eine Nachricht. Ah, Chessplayer ist Jurastudent, genauso wie TDL. CS01 ist Anwalt. Viele Juristen hier. Cool. Und Informatiker. Ah, Giovannis ist auch Informatiker. Aber ich glaube, wenn er seit 10 Jahren oder ewig, wenn er selbstständig ist, dann wird er wahrscheinlich nicht D2. Dann wird er nicht für mich zur Verfügung stehen, meinst du? Ah, Flinsbacher ist Ingenieur für Kunststofftechnik und arbeitet für die Entwicklung eines papierveredelnden Betriebs. Auch interessant. Tatsächlich habe ich mal sogar einen Papieringenieur kennengelernt, was ja auch sehr selten ist. Ja, Wellpappe und so, das ist alles ein großes Business. Ich kenne auch einen. Wahrscheinlich kennen wir den gleichen. Aber ich weiß nicht mehr... Ich kann es nicht mehr zuordnen. Wie doch, von bei Lukas. Ach so. Das ist eigentlich voll interessant, mal so zu erfahren, was ihr alles macht. E-Commerce macht Pantherchess. E-Commerce auch total interessant. LMW auch Informatiker. Also Informatiker und Juristen sind im Moment am meisten vertreten. Gibt es auch Psychologen unter euch? Oder Personaler?
Lass uns kein Schachmeerspiel, wir quatschen jetzt hier noch mit euch. Wir machen hier aus Geschwätzblitz einfach nur, wir streichen einfach. Wir nennen das ganze Lubbes Geschwätz. Ja, ja, das Blitz wird jetzt gestrichen. Vielleicht einmal ganz kurz nochmal Nick sagen, wo er fehlgegriffen hat. Also ich glaube, Nick, das Einfachste wäre gewesen, wenn du König E2 gespielt hättest und dann vielleicht auch mal die Drohung, die Türme abzutauschen, weil das Endspiel solltest du eigentlich nicht verlieren. Vielleicht auch, dann selber mal G4 spielen, hier aufreißen. Die Königswanderung war vielleicht nicht so gut, aber danach wurde es zumindest ein bisschen schwierig, muss man sagen. Erzähl mal, was die Leute noch so machen, während ich den nächsten Gegner für uns raussuche. Ah ja, also wir haben tatsächlich einige Informatiker dabei. Dann Erzieher. Schüler. Ja. Juristen. Ach ja, TDL hat noch gefragt, ob ich Tipps für die Examensvorbereitung habe. Also, was ich wirklich jetzt fest von überzeugt bin, du kannst ja noch ein bisschen spielen. Darf ich wieder hier das Gleiche machen? Ja. Ach so. Jetzt können wir auch London abhaken. Ich bin fest davon überzeugt, dass die ganze psychische Schiene deutlich unterschätzt wird. Ich habe selber erlebt, wie ganz, ganz viele Leute nicht ihre Leistungen bringen konnten beim Examen, weil sie total nervös waren und diese ganze Prüfungssituation sehr, sehr unbekannt. Und da musste ich einfach nur denken an die hunderte, ja fast tausende Turnierpartien, die ich schon gespielt habe. Und das hilft wirklich enorm, wenn man diese Prüfungssituation kennt, mal eine Turnierpartie gespielt hat, die wichtig ist, wo man weiß, es geht hier um viel, wenn ich mich 5 Stunden konzentriere. Ich glaube, da hast du schon ganz großen Vorteil. Also vielleicht kannst du da eine gewisse Lockerheit noch mit reinnehmen in dein Examen. Und ansonsten, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich nicht verrückt macht. Und ja, also mal einfacher gesagt als getan. Ja, ne? Das stimmt. Das ist übrigens auch wichtig für alle Angehörigen von Examensschreibern. Ja, ja. Kuh Merwan. Wir spielen rein nach Zufall gegen unsere Herausforderer. Also da haben wir wenig Einfluss drauf, beziehungsweise da wollen wir keinen Einfluss drauf nehmen. Und ansonsten TDL, Schreibübungsklausuren, ne? Weil es ist... Übungsklausuren sollen immer sehr gut sein. Hast du gehört, ne? Und Chessplayer 007 hat seinen Ersti-Tag bald. Ja, das wird bestimmt cool. Ersti-Woche, geh auf jeden Fall hin. Ich glaube, das ist der größte Tipp, den ich dir geben kann. Verpasst das auf keinen Fall. Die Clique, mit der ich die Ersti-Woche verbracht habe, ist immer noch die Clique. Die Freunde. Ja, mit denen man sich gemeinsam auszieht und eine Kleiderschlange bildet, das verbindet halt, ne? Ich weiß nicht, was ihr in Mannheim macht, aber ja, in Mannheim wurde das gemacht, aber nicht bei den Psychologie, sondern nur bei den BWL-Studenten. Okay, ja, wir haben sowas Komisches nicht getan. Okay. Ja, was gibt sonst noch so Interessantes? Super interessant, mal so zu erfahren, was ihr alle macht. Ja, finde ich echt spannend. Und super viele Informatiker. Aber ist auch nicht so verwunderlich beim Schach, weil Schach zieht ja auch Leute an, die gerne denken. Ja, ist ja so, muss man ja auch sagen. Und das unterstellst du jetzt den Informatikern, ja? Naja, Informatik hat ja auch viel mit... Ja, das war... Oh. Oder nicht? Also. Das war jetzt nicht so ein ganz ernster Kommentar. Sein, dass Informatiker Denken vermeiden wollen und deswegen schreiben sie Programme, damit sie nicht zweimal über gleiche Sachen denken müssen. Stimmt. Keine Ahnung. Aber Faulheit kann auch ein enormer Antrieb sein. Was ist denn mit Springer G4? Ist doof oder gut? Dann macht er H3 und dann machst du Springer E5. Ja. Kann man machen, ne? Dein Läufer auf B7 ist nicht die Wucht. Kommt noch. Ich greife das ja dann hier an, mal die Struktur im richtigen Moment. Dann ist man als Erzieher hier wohl falsch. Nee. Nee. Falsch auf keinen Fall. Ich glaube, hier beim Schach können einige eine gute Erziehung gebrauchen.
Ihr seid dringend benötigt in dem Umfeld. Ja. Nee, ich finde das eigentlich generell ganz cool, dass es beim Schach so viele, also man trifft so viele unterschiedliche Leute, ne? Auch mit einem ganz unterschiedlichen Background und damit ist super spannend. Das ist gar nicht so gut, ne? Ja. Springer E4 kommt dann einfach. Es ist nicht so leicht. Läufer C8. Mhm. Den habe ich eigentlich gehofft. Ja, dann. Schlüpf da doch mal rein. Ja, aber Fuchsrudel auch so ein Kandidat. Ich weiß nicht, was er mit seinem Rating macht, aber. Also das ist keine 1500, nee. Die du spielst. Da sollte eigentlich viel mehr sein. Die wollen uns alle immer nur unsere Punkte abluchsen. Ja, trainieren und dann verschenken sie die ja. Irgendwo. Ich weiß nicht, ob es da so einen Schwarzmarkt für gibt. Und dann, ja. So, B5 überlege ich. Glaube ich nicht so, ne? Nicht? Dann nimmt er raus und dann... Achso, mein Turm hängt. Ja, richtig. Dann erst Läufer D7 oder droht er denn hier mal was? Ich muss versuchen, ein bisschen schneller zu spielen und aufpassen, dass ich hier nicht matt werde. Aber ich habe ja immer... Oh. Das ist kein Opfer. Jetzt schon. Jetzt ist es ein Opfer. Okay. Ach, was denn mit Läufer F5? Ja... Wie ja? Ja, bringt halt, kannst du machen, ja. Aber was? Wieso ist der nicht genial? Also. Ja, okay, jetzt hat er geklappt. Ja, wegen Dame G3, ne? Ach so, ja, aber dann habe ich ja die Dame da vertrieben. Okay, schon ganz kurz. Ich glaube, es ging nicht darum, die Dame zu vertreiben. Die geht da gerne weg. Du hattest dort einen Bauern verloren, mein Schatz. Ja, das habe ich gesehen, und der mein wäre Schatz. Weg. Aber ich habe ja gesehen, dass ich ja voll die Kompensation habe durch den König da. Und wenn ich erstmal B5 spiele, aber das ging ja gerade nicht so, glaube ich. Hm. Okay. Ja, bis dahin. Oder auch hier noch. Also war natürlich eine sehr komische Eröffnung irgendwo mit dem König, aber noch ist, ich glaube, verloren ist das nicht für Weiß, ne? Ist noch interessant. Und jetzt, ja, du musst ja wahrscheinlich nehmen. Und hier, ja, nicht so klar, wie man hier gut weiterkommt und ob das so schön ist für Schwarz. Weiß ich nicht. Aber gut, sicherlich auch nicht so schlecht, weil der König ist halt nicht so stark. Und wenn er nach A2 geht, dann kann man vielleicht irgendwann noch stärker B5 machen. Auf jeden Fall spannende Partie. Ja. Machen wir weiter. Und ihr erzählt gerne nochmal ein bisschen, was ihr so treibt. Das wie seid ihr denn zum Schach gekommen? Das ist auch mal eine interessante Frage. Seit wann spielt ihr denn schon? Ja, wir spielen ja schon seit... Ich spiele schon fast seit 25 Jahren. Kann man sich's vorstellen? Aber so alt bist du doch noch gar nicht. Siehst so jung aus. Wenn man länger Schach spielt, als man alt aussieht. Das ist doch was. Okay, englische Eröffnung, das kann ich auf jeden Fall erfüllen. Ich hoffe, das wird bei mir immer zutreffen. Naja, wobei ich glaube, jünger als 25 will ich jetzt auch nicht unbedingt aussehen. Aber ich werde ja manchmal noch an der Kasse nach dem Ausweis gefragt, wenn ich Wein kaufe. Was ja ab 16 ist. Oder? Ja. Da weiß man auch nicht, ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung sein soll. Wenn Sie nach dem Ausweis fragen? Ja. Aber sehr unterschiedlich. Von 49 Jahren Schach, der Graf. Ja, das ist natürlich... Oh, 39. Wir haben einen neuen Spitzenreiter. Wieso? Was hatte Dings nochmal davor? Irgendwas mit 40? Hey, hast du nicht 29 gesagt? 49 Jahre. Ach, oh, entschuldige. Das ist natürlich Rekord. Ja, ich bin noch heute nicht so... Du bist der Dienstälteste. Oh, Flinsbacher ist jetzt der Dienstälteste. 50 Jahre Schach. Den müssen wir natürlich so wieder nehmen gleich. Hm.
Naja, Flinsbacher ist jetzt 560 Jahre alt. Da kann man natürlich auch schon lange Schach spielen. Ich vermute, da wurde sich vertippt. Kann ich den rausnehmen? Ja, ne? Fesselung. Achso, ne, Flinsbacher ist 50. Ich dachte, er hätte 50 Jahre gespielt. Oh. Na, der ist... Oh. Okay, das ging nach hinten los. Was? Also nicht für mich, für Chesistoffer. Das war leider eine Taktik, die so gar nicht ging. Was denn passiert? Zeigst du mir nochmal kurz die Partie? Ich war gerade abwesend. Also normal... Musst du nochmal nachrechnen, normaler, ob 49 oder 39 Jahre mehr ist. Ja, das soll ich dir Zettel und Stift geben? Möchtest du das mal ausrechnen? Du kannst ja das eine minus das andere nehmen und dann gucken, welche Zahl negativ ist das Ergebnis. Alle Jahre nacheinander aufschreiben und dann nachzählen. Was zuerst aufgeschrieben wurde. Okay. Läufer B4 wäre normal nach D5. Das geht bestimmt auch noch, aber jetzt ist natürlich unangenehm mit Druck auf E5 und C6 und nach Springer B4 ist der Bauer einfach weg. Und nach Springer D3, das funktioniert halt nicht. Okay, dann machen wir noch eine Partie, weil es so schnell ging. Spiel ich einfach nochmal. Achso, sonst hätten wir jetzt Schluss gemacht, ja? Und du kannst dir nochmal Gedanken machen, wie das mit den Zahlen ist, die funktioniert. 1, 2. Aber doch übermäßig auch schon lang dabei, ne? E4, sieht sie ja nicht. Ja, Panther, ich habe in Mannheim studiert. 3 Jahre lang, beziehungsweise ein Jahr davon habe ich in Firnheim gewohnt. Oh, das hast du aber schön sächsisch ausgesprochen. Wieso? Wie würdest du es aussprechen? Nee, irgendwie kam es aus dem Unterton. Firnheim? Firn. Firn für Erne. Oh ja, das weiß ich noch. Firnheim warst du da. So, er hat jetzt G4 gemacht. Opfere ich ihm hier? Ja. Biete ich ihm meinen Bauern da? Nein. Ja, du bist ja ursprünglich nach Mannheim gezogen, weil du dachtest, ich wohne in Ludwigshafen. Genau die gleiche Geschichte wollte ich auch gerade erzählen, nur ein bisschen anders. Ich wollte nicht sagen, dass ich deswegen dahin gezogen bin, sondern halt immer dachte... Also ich habe halt Wilhelmshaven und Ludwigshafen verwechselt einfach. Oder? Ja, das kann auch durchaus mal passieren. Ja, klingt ja auch sehr ähnlich. Und geografisch ist es ja auch nur, weiß nicht wie viele Kilometer, 600 Kilometer. Ja, nicht viel. Also das ist auf einer Karte, kann man das mit den Fingern so ganz kurz abmessen. Aber wahrscheinlich sogar mehr, oder? Ich bin so schwer in Entfernung, aber... Du bist so schwer. Was? In Entfernungen. Hast du gerade gesagt, du bist so schwer in Entfernungen, was? Habe ich das wirklich gesagt? Habe ich nicht gesagt, ich tue mich schwer? Oder? Ich habe verstanden, du bist das. Ja, das vielleicht auch. Aber das würde ich natürlich nicht verraten. Okay, wie geht's denn hier jetzt eigentlich mal weiter? Ich bin nur bedingt zufrieden mit meiner Stellung. Hilfst du mir? Okay. Dun, 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 dun. Was soll ich denn dir helfen? das war nicht auf die Stellung bezogen. Nicht auf die Stellung bezogen. Okay, gut. Klang jetzt so wie Dolores Umbridge. Aber die kennst du nicht, weil du nicht allgemein gebildet bist. Ja, ist natürlich völlig korrekt. Dolores. Wenn du raten könntest, was denkst du? Wiederhole bitte. Wie heißt das? Was jetzt? Nochmal. Du hast doch gerade selber Dolores Umbridge. Umbridge. Irgendwas Harry Potter oder so? Hey!
Das ist aber das hast du von TDL gelesen. Ich nehme mein. Nein, habe ich nicht. Ich nehme meine A wieder zurück. Ich habe das nicht gelesen. Ja, ja. So. Ja, ist nicht so dolle gelaufen. Der JFP macht hier ordentlich Druck. Hab keine Läufer mehr, sind alle verschwunden. Ich weiß nicht wohin. Und jetzt muss ich irgendwie mit dieser Stellung klarkommen. So. Ja, kann man nichts machen. Ach, wir haben doch hier einen Kollegen, der so heißt. Wo ist er denn? Ist gar nicht der da wie heute, heißt? Ne? Kann man nichts machen. Nee, ach, kann er nichts machen, heißt er. Ja. Kann er nichts machen. Kann er nichts machen. Na gut. Ich bin nur mäßig zufrieden. Bis unzufrieden. Aber noch kann man das überleben. Vielleicht. Naja. Was versuchst du gerade zu überleben? Sein Angriff. Wo ist sein Angriff? Der ist überall auf dem ganzen Brett. Jetzt muss ich schon Bauern opfern, damit das nicht so qualvoll ist. Und wir haben auch einige Trainer und Mannschaftsführer dabei. Das finde ich immer sehr bewundernswert. Mannschaftsführer. Ich glaube. Ja, das ist viel Arbeit. Ja. Und wenig Dankbarkeit. Ja, und viel hinterhergerennt und so, ne? Okay, aber ich habe sehr gute Hoffnung, dass ich diese Stellung nicht verlieren muss. Ich war auch einmal Mannschaftsführer, aber eher Trainer. Und das war so anstrengend, viel anstrengender als selber zu spielen. Wenn du da 4 Partien verfolgst und dir nur denkst, was machen die denn da? Und am liebsten sie vom Brett zerren willst und dich da selber hinsetzen willst. Ja, wer kennt das nicht? Ja, deswegen werde ich, glaube ich, keine große Trainerkarriere starten. Ja, was mache ich denn eigentlich hier? Irgendwie habe ich jetzt schon fast das Gefühl, ich könnte so langsam mal auf Vollzeit spielen. Ich muss nur versuchen, nichts einzustellen. Nichts bis möglichst. Wenig ist eine gute Anzahl an Einstellern. Aber ihr seht, der Bauer blockiert seinen eigenen Läufer schon ziemlich stark. Also hätte ja schon wahrscheinlich das Remis annehmen können mit Zugwiederholung. Aber jetzt ist, hätte jetzt ich... Jetzt willst du keins mehr. Nee, hätte ich tatsächlich lieber schwarz und... Ja, weil Springer und Dame ja auch ganz gut gemeinsam harmonieren, ne? Vielleicht Dame das? F3, weil Dame F1 geht ja nicht. Aber wenn er dann auf G5 nimmt, ist dann... Wirst du Dauerschach oder wie? Ja gut, kann schon sein. Okay, sonst erstmal so ein Safety-Zug. Langsam annähern. Mhm. Auf die Pirsch gehen. Du verziehst halt auch keine Miene, ne? Du denkst ja wahrscheinlich, wie peinlich... Okay, kein Bauer mehr weniger, das wird gefeiert. Ich dachte nicht, dass du jetzt hier groß auf Bauernfang gehst. Willst du nicht lieber matt setzen? Jetzt kannst du nicht mehr matt setzen. Nicht so schnell. Oh, das kann ich ja gar nicht. Ja, haben. Genau. Bin nicht angetan von Springer schlägt B2. Naja, aber so konnte ich sicherstellen, dass ich kein Minusmaterial habe. Und ich habe ja immer noch eine gute Struktur, gute Figuren.
Der Springer kommt zurück, hab die Stellung, die ich vorhin hatte, mit einem Mehrbauern. Jetzt kann ich ja die Damen tauschen, das ist ein großer Vorteil. Okay, dann gehe ich mal wieder hier hin. Und dann sehen wir weiter. Okay, der soll bleiben, wo er ist. Naja, mal einmal was androhen und dann wieder. Muss nur damit sie acht im Blick haben, ne? Okay. Also einfach als. Okay, wie mache ich jetzt den Fortschritt? Ich gebe mal Schach. Da muss doch jetzt irgendwie was drin sein. Wenn du jetzt da mit D6 musst, weiß nicht. Habe ich dann was gewonnen? Ja, der König und der Läufer. Ah, schön. Achso, aber er kann natürlich so spielen. Das war vielleicht schlau. Naja, dann gebe ich mal einen Schach. Jetzt bin ich drin und gebe ein paar Schachgebote. Das kann doch nicht so verkehrt sein. Ich gehe mit dem König rüber. Jetzt haben wir doch schon mal eine klar bessere Stellung. Wow, ist jetzt meine Zeit wirklich schon so gering? Keine Panik. Also was machst du denn da? Muss er jetzt kein Harakiri machen? Ich hatte nur noch 11 Sekunden. Ja, da und muss er hatte man völlig 0. Durchdrehen. Oh, gucke. Die Empfehlung. Die könnt ihr nicht sehen. Jetzt dein Kopf davor. Dein Kopf ist davor und dein Kopf kommt zurück. Wenn du den davor machst. Was? Wir präsentieren. Oh, warte. Achso, jetzt bist du hier vor. Jetzt kannst du voll abtauchen, alles bleibt da. Gut gespielt, JFP. Ich glaube nur, dass du irgendwann, da können wir nochmal hingehen. Na, hier war schon ein bisschen spät, dass du, das war alles super, was du gemacht hast. War alles super. Genau, hier so die Stelle. Was denn? Ich hab erstmal einen Tee eingeschenkt. Na, obwohl es gar nicht so leicht zu sagen, ob es die Stelle war. Also ich hätte an deiner Stelle vielleicht nicht die Tür mal abgetauscht und geguckt, ob du vielleicht vorher hier mal nehmen kannst, B4 alles aufmachen oder E5 einfach mal spielen, wenn ich nehme, dann auf C5 nehmen oder so. Irgendwie die Läufer noch reinbringen, weil ich muss ehrlich sagen, dass mir diese Stellung nicht hundertprozentig klar ist. Auf jeden Fall dachte ich während der Partie, dass G5 vielleicht gut ist, damit du den gewinnst. Aber ja, spätestens jetzt nach G5 weiß ich gar nicht, ob Weiß das so objektiv auch gewinnen kann, weil das ist schwierig. Wieder habe ich nicht überzeugt. Positionelles Bauernopfer, was? Das war doch wunderschön. Machen wir weiter. Jetzt lassen wir die Melanie überzeugen. Ja. Gegen die Nummer 13. Neun, 12 und 13. Etzeli mit On. Premiere, oder? Ja, ist ein neuer Name. Ich bilde mir irgendwie ein, ja genau, dass man halt... Doch, 1-0 hast du. Echt? Oh, das war bestimmt in der Show, wo ich nicht dabei war. Bestimmt. Du oh, darfst nee, oder wo du hier, du blitzt ja immer so heimlich. Springer F6. Und dann mit E6. Achso, ich hatte tatsächlich auch in der Zwischenzeit wieder ein paar Partien gespielt, deswegen waren wir auch wieder über 2-7, als wir heute angefangen haben. Hast du versucht, mich nachzumachen oder so natürlich dumm geguckt? Na, so wie du halt. Doch. Ja. Ich weiß nicht, wie man es macht. Achso, okay. Kann man so machen? Muss man nicht. Nee, aber es ist ja... Ja, ich versuche mich normal zu entwickeln, nichts direkt einzustellen und dann irgendwann mit C5 oder D5 oder beidem angerannt zu kommen. Naja, angerannt zu kommen ist ein bisschen übertrieben. Wann blitze ich heimlich, fragt Patrick Chess. Nee, also heimlich in dem Sinne...
Oder D6E5. Ich wollte das nur zum Gedanken machen. Stell einfach hier und gucke, was er macht. Aber das war witzig, musst du zugeben. Ja, hat gleich die Verbindung des Gegners gecrashed. Nee, wenn ich dann halt ab und zu, wir haben ja unsere einzelnen Accounts und dann haben wir unseren Gemeinschaftsaccount, aber wenn wir uns nicht ausloggen, dann gehe ich halt drauf und dann bin ich da schon, dann spiele ich einfach mal eine Partie und dann, ja. Ich bin ja im Moment gerade dabei, meine taktischen, Schwächen, kann man schon sagen. Auszumerzen. Ja, und dann zwischendurch spiele ich immer ein paar Taktikpartien, um auch gleich Praxis zu bekommen und zu gucken, wie läuft das, sehe ich alle billigen Tricks, stelle ich genug billige Tricks auf und fallen, ja. Und, Deswegen sind wir ja auch das letzte Mal, obwohl heute haben wir auch schon wieder ein bisschen was gewonnen, ne? Mhm. Oh ja, der Dr. Paradoxon fragt schon. Ja, wir können ja mal ein kleines Blitz-Battle machen, ein kleines Duell gegen den Doktor. Oh, das ist eine schwierige Frage mit den guten Schachtrainern. Also ich glaube, Spielstärke ist da auf jeden Fall nicht das wichtigste Kriterium, sondern eher, dass man Inhalte gut vermitteln kann. Also ein pädagogischer Aspekt. Ja, also ich glaube, man muss auch sehr unterscheiden, welche Spielstärke möchtest du trainieren. Also, aber ich glaube, das kannst du nicht alles über einen Kamm scheren. Aber ich finde, selbst im Spitzenschachen auch klar, da kannst du dir als Spieler dann schon viel mehr da rausziehen, wenn dir der Trainer was sagt. Aber nur weil jemand dann vielleicht 200 Elo mehr hat als du oder so und dann halt das aber so vermittelt, dass man es nicht nachvollziehen kann, weil man eben noch nicht auf seiner Spielstärke ist. Also man muss ja als Trainer das schaffen, das Wissen, was man selber hat, so weiterzugeben, dass es für den anderen angemessen portioniert. Also, weißt du, was ich meine? Also ich wäre vielleicht keine gute Trainerin, weil ich jetzt auch gerade nicht übermitteln kann, was ich sagen möchte. Aber, also generell, muss man so ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, gerade im Anfangsbereich, im Kinderbereich sowieso, ist die Pädagogik, die Didaktik hinter dem Lehrenden das Wichtigste, glaube ich. Also viele, die das einfach nur so machen und vielleicht auch keine pädagogische Ausbildung haben, das ist dann meistens etwas schwierig. Hey, du kannst ja jetzt nicht sagen, dass nicht jeder, der... Nee, oder also pädagogische Erfahrung. Also es ist halt schon was Besonderes. Gerade mit Kindern und das Schachspiel. Ja, oder dir muss es halt einfach liegen. Halt ich meine, genau. Es gibt ja auch einfach Leute, die sowas super gut können, ne? So super gut erklären können, super einfühlsam sind. Das halt einfach deren Natur ist, ne? Und irgendwann, je nachdem, welche Spielgruppe du trainierst, meistens ist der Trainer schon noch ein bisschen... besser, dafür musst du aber nicht unbedingt mehr Elo haben, weil nicht jedes, es ist wichtig, dass man viel Wissen hat, vielleicht viel gesehen hat. Das kann ja auch sein, dass ich wirklich positionell das größte Verständnis der Welt habe, aber ich stelle in jeder Partie was ein. Das würde mich dann ja trotzdem befähigen, super starke Spieler zu trainieren, weil nur weil das Rating nicht da ist, macht das ja nichts. Ja. Genau, und wenn du so Gruppentraining und so machst, klar, musst du die Kinder auch irgendwie bei Laune halten, ne? Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, dass das der Spaß am Spiel ja auch irgendwie vermittelt werden sollte, dann bleiben sie halt auch besser dabei, ne? Musst du halt eine gute Kombi finden aus, dass es schon sinnvolles Training ist und nicht nur Halligalli, aber trotzdem halt so ein paar lockere Elemente einbringen, dass das halt ja für die Kinder halt auch interessant ist, ne? Ich glaube, man Gegner mag irgendwie nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ja. Naja. Ja, aber tatsächlich, was man auch ganz klar sagen muss, nur weil eine Person starker Spieler ist, heißt das überhaupt nichts. Er kann auch wirklich ein absolut furchtbarer Trainer sein. Also da darf man darf nie die praktische Spielstärke irgendwie 1:1 gleichsetzen mit Trainerfähigkeiten. Also der beste Trainer im Jugendbereich, den ich kenne, der hat eine 2000. Ne? Aber er schafft es trotzdem mit seiner 2000 junge Spieler auf 2:2 zu trainieren. Mhm. So auch über seine eigene Spielstärke hinaus. Ne? Das muss man auch erstmal
schaffen. Ja, hast du sehr gut gespielt. Ja. D5 hat den ohne absolut... Ohne Fehler, oder? Ja, stimmt, das war ja der Trick. Vielleicht hat er das gesehen, dass der Bauer dann noch so gesprungen ist. Ja, und dann ist alles völlig durcheinander. Und dann ja wie in dem Video gegen Grischuk mit dem Schachcomputer. Kennst du das? Wo er das so aufs halbe Feld setzt und der dann nicht weiß, was er machen soll. Nein, ich kenne was anderes. Ich kenne das mit der Maschine. Zug oder so gemacht, dass denn die Maschine. Aber davon rede ich nicht und ich erzähle hier. Da kannst du mir jetzt ja nicht sagen, was ich erzählen will. Ich möchte erzählen, heißt das doch immer. Als Grischuk gegen Computer gespielt hat, gegen die Maschine mit diesem Arm, die dann plötzlich so kam und Grischuk dann fast vom Stuhl gehüpft ist vor Schreck. Und so ist das hier meinem Gegner, glaube ich, auch gegangen jetzt. Wahrscheinlich, ja. Sieglor! Ich glaube, er war die erste Challenge des Abends. Er war der erste, der im Gruppenchat alle begrüßt hat. Deswegen freut es uns ganz besonders, jetzt gegen spielen zu dürfen. Und zwar werden wir Reti präsentieren. Englisch haben wir ja schon. Springer F3. Das war's. Mehr weiß ich über Reti nicht, aber das ist okay. Ja, was wollte ich gerade noch sagen? Ich weiß tatsächlich nicht, ob es Grischuk war, aber es war auch gegen diesen schachspielenden Computer. Also der selber die Züge ausführt. Oder ob es anderen war. War auch ganz witzig. Hat dann irgendwann den Bauern auch nur so halb aufs Feld gestellt und die Uhr gedrückt. Der Computer konnte natürlich gar nichts damit anfangen, weil der Sensor das nicht erkannt hat. Das ist ja gemein. Hat er den ausgetrickst, ja. Sieglo schreit im Chat nach Hilfe. Vielleicht hast du auch diesen Button bei dir, laufende Partie, dann kannst du da draufklicken und kannst da reingehen. So, und dann... Aber es ist auch nicht so wild, wir warten jetzt noch einen kleinen Moment, ansonsten machen wir die nächste und du kommst dann danach dran. Dann kannst du in der Zwischenzeit mal gucken, ob... aber wenn man dann keine Partie mehr hat, kann man ja nicht mehr... Steht dann nicht, sagt er. Dann machen wir das anders. Pass auf. Wir fordern dich. Oh Gott, können wir das? Ich habe noch nie jemanden gefordert. Natürlich können wir das. Simon, wir machen jetzt eine Herausforderung. Zack. Fordern. 5 Minuten. Gewertet. Können wir uns die Farbe aussuchen? Nein, sowas machen wir nicht. So, jetzt müsste bei dir auch dieser Challenge-Button aufleuchten. Ah, und du hast das gesehen, du hast das angenommen und wir legen los. Oh nein, jetzt ist es im falschen Fenster. Ach, du lieber Herr. Ja, ist doch nicht schlimm. Dann gucken wir es uns halt mal so an. Nee. Unsere Zuschauer sind ja flexibel, oder nicht? Jetzt haben wir gerade keinen Chat da, aber das möchte ich mal eben zwischendurch mal... Oh Gott, jetzt möchte ich die Partie wirklich verlassen, steht da. Ach, hey. Komm, wir schaffen das eine Partie jetzt. Das ist jetzt nicht so ein Riesen... Was okay. war's jetzt? Na, das ist jetzt die Ansicht, weil... Ja, ich sag doch, bleib doch in der Großansicht. Na gut. Jetzt hast du unser System gecrashed, Sieglo. Geht's immer noch nie los. Ich werde hier auf jeden Fall mal sagen, Partie verlassen. Was machst du denn jetzt? Also hier richte ich jetzt den Chat ein. Und siehst du, auf dem anderen Brett spielen wir. Also jetzt komme ich gar nicht mehr klar. Oh Gott, jetzt sehen wir uns hier so. Was machst du denn? Oder wie gefällt euch das? Mit dem Video. Kannst du dich mal aufs Spielen konzentrieren? Das ist doch jetzt für eine Partie kein Drama. Du hast schon gleich eine halbe Minute verschenkt. Ich möchte doch den Chat lesen. Den kannst du doch auch so lesen. So. Haben wir es jetzt, ja? Ja, geht voll weiter. So, und jetzt machen wir gleich noch so. Was? Na gut, dann machen wir so nicht. Tatsächlich kann man das mit B5 spielen. Da hatte ich mal was gegen, aber habe ich vergessen. Tja, so ist das mit den meisten Sachen, ne? Chessan sagt Technik, die entgeistert. Ja. Naja, gut, das war ja jetzt... War das ein technisches Problem?
Vielleicht. Weiß ich nicht, ob ich das gut heißen kann. Ich auch nicht, gebe ich zu. Aber irgendwie muss ich ja mir was überlegen. Ja, jetzt hättest du ja auch über A5 nachdenken können. Ja, geht immer noch. Aber, na gut. Wenn du das sagst und ich weiß, du bist die positionelle Wuchtpromoterin. Ja, du sagst, du sollst darüber nachdenken. Habe ich. Ich habe darüber nachgedacht und dachte mir, wenn du das empfiehlst, mit deiner Intuition, dann sollte ich das spielen. Ein ITler bitte in die Heilabteilung, ja. So, dann dachte ich, könnten wir uns mal entwickeln. So, was sind unsere schachlichen Ziele? Mein schachliches Ziel ist, die Titel-Challenge zu gewinnen. Ja, ich hätte gerne den Großmeistertitel. Ja, das ist mein Ziel. Ja, das schließt sich ja nicht aus. Gewinne ich die Challenge und danach sekundierst du mir, was dadurch noch viel besser und kriegst dann den Großmeistertitel. Dadurch lerne ich dann sehr viel dazu. Von den Meistern lernen, das sagt man doch immer. Ja. Man soll sich die Partien der Meisterspieler angucken. Da du sonst ja nie meine Partien verfolgst, wäre das eine einmalige Chance, als Sekundant deinen Spielstil positiv zu beeinflussen. Ja, okay, da habt ihr es. Jetzt wisst ihr, was passieren wird. Erst durch die Niederlage der Challenge werde ich zum wahrlichen Meister, indem ich dir sekundieren darf. Nein, ich bin leider nicht bei der Olympiade dabei. Ah, da hat er was stehen gelassen. Wie kam das gerade? Hast du den angegriffen und er hat ihn nicht verteidigt? Ja, denn in der Tat kommt es beim Blitzen ganz enorm darauf an, viele billige Tricks zu nutzen. Ich sag das nicht nur aus Spaß, also da ist dann auch nicht die Qualität entscheidend, sondern die Quantität. Denn naja, beides so ein bisschen, oder? Immer wieder da alles zu sehen im Blitzen, das ist ganz schwer. Was droht er? Hoffentlich nix. Oh, wie würden wir unseren Spielstil beschreiben? Tja, also früher, als ich noch jung war. So jung und wild auf dem Brett. Ja, genau. Sturm und Drang. Ja, da fand ich auch Damentausch und so immer was ganz Schreckliches. Was ist denn jetzt los? Ach, die Dame auf C6 hängt, jetzt sehe ich das erstmal. Mhm. Aber dann mit der Zeit und dem Alter kam die Weisheit. Vernunft. Ja, also ich mag schon am liebsten so Stellungen, wo halt viel los ist, wo man viel rechnen kann, wo das Brett brennt. Das finde ich schon immer noch am coolsten so. Aber jetzt spiele ich auch ganz gerne mal ein Endspiel, was man ewig knetet. Oder, ja, also jetzt bin ich da eher flexibler, glaube ich. Aber am meisten versuche ich gerade so mein Stellungsgefühl für Stellungen zu trainieren, die ich nicht kenne. Ne? Man hat ja meistens so ein bestimmtes Repertoire, da bekommt man bestimmte Stellungsbilder. Aber bei mir war es häufig so, wenn ich dann andere Stellungsbilder bekommen habe, da habe ich halt nicht so souverän agiert. Und das versuche ich gerade gezielt zu trainieren. Und du so? Bei dir war die Wandlung noch krasser, ne? Ja, das stimmt. Ich habe früher sehr, sehr taktisch gespielt. Eigentlich fast ausschließlich taktisch basiertes Angriffsschach. Und dann bin ich irgendwann, habe ich so die Leidenschaft eigentlich fürs positionelle Spiel entdeckt. Diese Kleinigkeiten, irgendwie den Gegner bei der Entwicklung stören, aktivere Figuren haben und dann auch mal wirklich die Damen vom Brett nehmen und ein bisschen was abtauschen und einfach mal, da kommt es immer noch mehr drauf an, wer setzt seine Figuren, die er hat, besser ein. Und ja, ich würde schon sagen, dass ich ein sehr positioneller Spieler geworden bin. Danke für die Partie erstmal.
die natürlich einige Startschwierigkeiten hatte, aber am Ende haben wir es geschafft. Und entscheidende Stelle war natürlich der kleine Einsteller hier, der C6, der verloren ging. Ansonsten ist durch sehr ausgeglichen. Interessante Stellung. Heute kommen echt viele gute Fragen, also sonst auch, aber sehr inhaltlich diesmal. Also wie man solche Stellungen trainiert, dann ich glaube, das bezieht sich auf die, auf das Stellungsgefühl und die Stellung, die man sonst nicht so hat. Nee, gar nicht mit dem Computer, ehrlich gesagt, sondern eher entweder mit Büchern halt, verschiedene. Also es gibt ja verschiedene Strategiebücher einfach, ne? Londoner System, bitte. Uff, da muss ich mich ja konzentrieren. Ja, läuft geht jetzt viel. Schade. Du wolltest mal Spanisch spielen. Ja, genau. Also das oder auch gezielt Partien von... Ich glaube Springer D2 macht man jetzt. Also Partien von zum Beispiel Karpov oder halt das anderen großen Meistern sich anzuschauen, um daraus dann zu lernen. Oder natürlich, was macht man denn hier so? Also ich finde meine Stellung ganz schrecklich. Jetzt solltest du nur schnell weg. Turm C1. Turm T1. Oder, ja genau, Analyse, zum Beispiel mit Nico, ne, der ja echt ein ganz gutes positionelles Verständnis hat und mir von ihm dann ein bisschen was sagen lassen. H3? Ich dachte F3. Ja, nach F3 kommt Springer H5, ist so ein bisschen doof, aber F3 finde ich sehr gut. Solltest du auf jeden Fall noch machen. Ja, oder auch Partien, aktuelle Partien halt verfolgen, weil da nimmt man ja dann auch einfach so Ideen auf, ne, ohne jetzt... Klar, optimal die auch analysieren und alles, aber es reicht da teilweise auch schon, wenn man sich die einfach nur anschaut. So, wie geht's jetzt weiter? G4, Läufer G2? Nee. G4, Springer E2? Erstmal. Ah ja, und die andere Frage, du kannst jetzt hier mal Checkbeauftragter sein. Da war noch eine andere Frage. Wo nimmt man den Ehrgeiz her, eine Partie auf Gewinn zu spielen, wenn man den Gegner schon lange kennt? Ich glaube, das muss man einfach ausblenden. Ist natürlich immer schwierig, ne? Zum Beispiel gegen Judith Fuchs habe ich schon... Mich? Ja. Ein gutes Beispiel. Aber da habe ich... sage ich jetzt nicht, was ich sagen wollte. Aber gegen Judith... Mal für G2? Haben wir schon ganz häufig gespielt. Oh, habe ich schon ganz häufig gespielt. Und... Da muss man es ausblenden, einfach, dass man befreundet ist und sich gut kennt und weiß, was der andere so über einen weiß. Naja, das sollte man nicht ausblenden, aber das sollte einen nicht so verunsichern. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich spiele nicht so häufig gegen Leute, gegen die ich ganz häufig spiele, weil bei dir ist es natürlich, beim Frauenschach ist der Kreis ein bisschen enger, ne? Ihr seid ja auch Teamkameraden und bei mir kommt es nicht so häufig vor. Es geht ja nicht darum, gegen Leute zu spielen, gegen die man schon oft gespielt hat. Nee, oder die man gut lange... Ja, nee, kommt bei mir auch nicht vor. Also du bist tatsächlich die einzige Person, für die das so ein bisschen zutreffen würde. Auf die das zutreffen. Danke, wenn ich dich nicht hätte. Mich würde keiner verstehen. deswegen kann ich da gar nicht so... Aber tatsächlich... Ist es schwierig, in jeder Partie alles zu geben? Das ist einfach so. Hatte ich jetzt die letzten Monate auch so ein bisschen Probleme mit. Ich habe früher immer sehr energisch auf Sieg gespielt. Nachdem ich ja so eine etwas schlecht laufende Zeit hatte, fiel mir das auch nicht so einfach. Ja, mit dem Bauern, oder? Ich habe so ein bisschen F5. Das Läufer E3. Natürlich wichtig, dass man den nicht nimmt. Sonst hat man einen ganz doofen Bauern auf E4. Kennt ihr die Fernsehserie Yu-Gi-Oh? Da habe ich sogar schon mal von gehört. Glaubst du an das Herz der Karten, ja? Ja, das ist von damals, da war ich so jung, da lief sowas. Sieht irgendwie gefährlich aus.
Aber ich kann da dann Sprünge auf 3 irgendwann machen. Geht eigentlich, also vom Gefährlichkeitsgrad. Also ich weiß, was es ist, aber das war dann doch ein bisschen nach meiner Zeit. Wir haben damals, sag ich jetzt mal, haben wir beim Schach noch häufig Magic gespielt. Das war auch ein Kartenspiel. Dazu gab es aber keine Fernsehserie. Und nee, dann, also Magic war, glaube ich, auch so einer der Anfänge. Und danach kam das halt, das andere, das Pokémon oder die, also so als Trading Card Game, ne? Dazu kam. Nee. Oder? Das oder E5. Beides ganz okay aus, ne? Ja, so langsam nimmst du immer mehr Raum ein. Vielleicht H4, G5. Vielleicht auch das. Ja, Flinsbacher kennt sogar Leute, die mit Magic einen Haufen Geld verdient haben. Ja, das war auch damals. Also einige haben das wie wild gesammelt und einige dieser Karten haben einen enormen Wert, ja. Das ist so. Gut, es gibt sicherlich noch krassere Sachen. Ich habe letztens erst gehört, da hat irgendwer auf dem Speicher beim Großvater, der gestorben ist, so eine Kiste gefunden mit kleinen Sammelkarten. Das waren Baseball-Sammelkarten. Und die waren dann mal gleich ein paar Millionen wert. Was? Ja. Springer F5 ist auch interessant, ne? Mhm. Kann man sich hier gar nicht entscheiden. Aber sieht ganz gut aus, deine Stellung. Ja, dafür, dass ich anfangs so unzufrieden war. Und DDL hat mal bei einem Mario Kart in die 100 Euro gewonnen. Was habt ihr sonst noch so? Ja, erzählt doch mal, was ist euer verrücktestes Talent? Habt ihr auch mal bei Mario Kart was gewonnen, oder? Ja, wir können in der Zwischenzeit erzählen, wie oft wir zusammen trainieren. Weil das ja jetzt auch ein bisschen... Wurde zum HD1. Ah, den wollte ich eigentlich nach G1 stellen. Ach so. Wir trainieren in der Zwischenzeit, also wir haben lange Zeit nicht zusammen trainiert, jetzt machen wir es also ein bisschen. Sechs Jahre lang war es so, dass wir uns jedes Jahr überlegt haben, wir sollten mal wieder mehr, oder was heißt wieder, wir sollten mehr zusammen trainieren und uns Pläne gemacht haben und es nicht umgesetzt wurde. Jetzt seit, was droht da? Er will hier rein, aber das stört mich ja nicht. Du könntest auch Springer D2 machen. So Blickrichtung E4. Mhm. Und jetzt aber seit diesem Jahr schaffen wir das ganz gut umzusetzen. Dass wir mehrmals die Woche, kann man schon fast sagen, ne? Mhm. Gemeinsam trainieren. Fast kann man das sagen, ja. Naja, klappt nicht jede Woche, aber meistens ja am Wochenende. Unter der Woche auch. Einladung, ne? Und dann macht halt jeder noch so sein eigenes Trainingsprogramm. Und TDL war bei Flying Uwe. Sagt dir das was? Nein. Nein, Flying Uwe doch. Ich habe das schon gehört. Ja, Springer D6. Achso, ich bin schon wieder dran. Doch, natürlich kennt man Flying Uwe. Also, das heißt nicht, dass ich das gut finde, aber... ist auf jeden Fall ein Begriff, der Name. Achso, nicht bei ihm. Er hat das Turnier veranstaltet. Das Mario Kart Turnier. Okay, ja, witzig. Ja komm, ihr habt doch auch noch irgendwelche geheimen Hobbys, wo ihr richtig gut drin seid, was total außergewöhnlich ist. Erzählt mal. So, jetzt könnte ich mal langsam Attacke machen. Läuferpaar. Huch. Ich glaube, das war ein Pre-Move, der nicht so gut geklappt hat. Ja. Ja, danke für die Partie, Clasher. Ja, war super lange, total interessant. Ich glaube, dass wir hier ungefähr dann mal auch besser standen. Aber ist jetzt auch gar nicht so leicht zu raten. D schlägt E4 ist natürlich sehr verpflichtend. Ich weiß nicht, ob du das hättest wirklich machen müssen. Ja. Aber spannend. Klar, eins nur ganz wichtig, sowas ist nicht gut.
ne, wir kommen hier nie wieder voran und haben einen schwachen Bauern, der den Läufer einsperrt, hat die Kontrolle vor dem isolierten Bauern, sowas nicht machen. Und unabhängig von diesem ganz konkreten Trick. Ja, Giovanni spielt Age of Empires, das kenne ich natürlich auch. Tatsächlich, mein Trainer, der mir Schach beigebracht hat, war einer der weltweit besten Command & Conquer-Spieler. Du, mit mir kannst du solche Konversationen nicht führen. Aber ich kann dich hier noch ein bisschen mit unserem Chat lassen. Geh schon mal schlafen, dann kannst du dich... Achso, wir sind jetzt schon am Ende. Dann kannst du dich über deine Computerspielkarriere unterhalten. Falls das überhaupt gerade ein Computerspiel war. Ich habe das ja nicht selber gespielt, aber ja. Wir spielen gegen TDL, letzte Partie. Und jetzt natürlich die Frage, wollen wir es nochmal mit einer Blindpartie versuchen? Ah, das wird jetzt natürlich nochmal sehr, sehr schwierig. Aber ich versuch's. Was? Nicht? Welche? Oh, ich krieg das hier nicht auf. Welche willst du haben? Die nicht. Oh, ich mach das andersrum. Warte, ich setz die einfach mal neutral auf. Achso, das passt doch eigentlich zum Thema. Nein, Schatz. Was? Andersrum. Nein, die will ich nicht aufsetzen. Oh, jetzt mach keine Zicken mehr. Also wir haben ein Set gekauft, um das Ganze mal zu erklären. Wir sind keine Anime-Fans. Wir haben einfach ein Set bestellt und jetzt sehe ich so blöd aus hier. Los geht's, du hast erstens E4 gespielt. E5 kam. Springer F3. Springer C6. Springer C3. Springer F6. A3. D5. E schlägt D5. Springer schlägt D5. Läufer B5. Läufer C5. Läufer C5? Ja. Oh, was ist denn das für ein Trick jetzt schon wieder? Springer schlägt E5. Rochade. Läufer schlägt C6. BC. Rochade. Läufer A6. Turm E1. Dame H4. Springer E4. Läufer D6. Springer schlägt D6. CD. Springer. Ja, komm. Springer F3. Dame F6. D3. Turm FE8.
rausnehmen. Turm E8. C4. Springer C7. Dame A4. D5. Waffe E3. Dame schlägt B2. Das war Punkt D1. Dame schlägt B2, Turm D1 kam. Du kannst natürlich D schlägt C4 pre-move. Es kam D schlägt C, D schlägt C. Dame B7. H3. Du hast noch 2 Minuten 16 und der 1,42. Springer E6. Turm D6. Turm D8. Turm D8. Dame C6. Ich mach mal Primo, ne? Dame schlägt C6, Turm schlägt C6, Läufer B7. Mann. Springer E5. Ich mach mal Pre-Move, ne? Ja. Läufer schlägt C6, Springer schlägt C6, Kam. Turm Schach König H2, ne? Turm D1, König H2, Kam. Turm D3. Turm D3. Springer schlägt A7. Turm schlägt A3. Springer B5. Turm A2. Springer D4. Ich mach Pre-Move, ja. Ja. Springer schlägt D4, Läufer schlägt D4, Turm A4. Naja. Läufer E3. Turm schlägt C4. D3. F5. König G2. König F7. König F3. König F6. König G2.
G5. Hat er doch schon gespielt? Nee, der kam jetzt. F5 kam. Ach, F5 hat er. Ja, wieder König ran, König F3. H5. Kann ich jetzt nicht auf G5 nehmen? Nee, König steht auf F6. So. Ja, gehe ich wieder zurück, König G2. F5? F4, Entschuldigung. Ausnehmen. Gf. Nur für D2. So, du hast jetzt noch 22 Sekunden, König F5. Ja, ist sinnlos. Das müssen wir nicht weiterspielen. Na gut. Ach, Mann, ja. Aber hast dich ja gut geschlagen. Es war halt ein bisschen unglücklich, dass der Turm dann halt weg war, ne? Also die Qualle. Ja. Das hätte man, also, ich hab's war halt dann schwierig auch gecheckt, zu sehen, ja. Ne? Blind. Nee, ich hab's dann auch, als ich genommen habe, war es mir klar. Irgendwie davor dachte ich, ah, doof. Also ich stehe hier natürlich ganz gut, ne? Ja. Also. Vielleicht kannst du ja auch mal einen Turm nehmen, weiß ich nicht, oder sonst. Turm schlägt C6. Ja, weiß nicht, ob das zu riskant ist. Ja, oder? Könnte dann trotzdem weg sein, ne? Dame Schach oder so. Wo denn Dame Schach? Auf B1. Und dann Läufer B7. Hm. Sieht trotzdem sehr riskant aus, ne? Mhm. Aber gut, das spiele ich natürlich noch viel lieber als den Partieverlauf. Ja. Ja, nee, danke für die Partie. Du musst dich nicht entschuldigen, dass der Turm weg war. Das war's schon. Ja, ich glaube, davor hätte ich auch schon ein bisschen Verbesserungs... Würde ich spielen können, aber war... also ich fand es spannend. Ich hoffe, ihr auch. Und jetzt wird es Zeit, uns zu verabschieden. Ja. Wir sehen uns morgen. Lernstunde. Paul oder und Morphy. Nächste. Nächste Woche. Auf jeden Fall wünschen wir euch eine grandiose Woche. Kommt gut in die neue Woche rein und ja, bis bald. Bis dann. Ciao.